Shut up, John. Jo, Kartoffelfreunde, stell scharf, stell scharf, stell scharf, stell scharf, stell scharf, stell scharf. Ja, geht doch. Und wir sind wieder willkommen zurück auf unserer langen Reise nach anderen Basen. Ich glaube, die anderen haben auch alle schon ihre Berries aufgegeben. Ich glaube, wir sind die einzigen, die noch keinen verzauberten Tisch haben. Und das macht mich langsam wirklich traurig, weil ich nicht glaube, dass wir dadurch gewinnen können. Aber ich versuche mich jetzt hier einfach durchzubauen. Vielleicht finde ich ja was, vielleicht finde ich auch nichts. Who knows, who knows? Ich hoffe zumindest, dass ich vielleicht auf irgendwas treffen werde. Denn, naja. Meh. Ich habe keinen Bock, jetzt hier die ganze Zeit durchgängig einen Gang zu graben. Vielleicht könnte ich auch mal nach oben und unten buddeln. Das wäre gar nicht mal so blöd. Ich glaube, ich baue mal nach oben. Das wäre, glaube ich, mal... Vielleicht hat jemand ganz oben seine Base. Oben rechts in der Ecke. Das wäre gar nicht mal so blöd. Das würde ich, wenn ich schlau wäre, auch machen. Das Doofe ist halt, es sind keine Koordinaten hier. Das heißt, man weiß nicht, ob man oben ist oder hoch oder tief ist. Oder sind wir auch gerade ganz tief gewesen und wussten es nicht. Und deswegen werden wir uns jetzt mal hier ein bisschen nach oben graben. Ich esse hier die ganze Zeit schon das Rotten Flesh, um meine Steaks nicht zu verballern. Oh ja, ich bin mal nicht vergiftet. Mann, Mann, Mann. Das ist ja ein Traum. Ein Zuckerschmaus ist das. Oh, wir sind jetzt langsam wieder an der Oberfläche. Das heißt, wir könnten theoretisch auf dem Weg auch auf Bäume treffen. Das wäre natürlich genial, weil dadurch könnten wir wieder hammer viele Sticks kriegen. Zack, habe ich die Emeralds mit? Natürlich nicht. Wer hätte das gedacht? Aber ist ja nicht so schlimm, denn... Emeralds braucht ja keiner. Ich kämpfe auch ohne Emeralds, nämlich nur mit dem, was ich mir erfarmt habe. So, Mentor hat ja alles mitgenommen, als er gegangen ist. Ist ja nicht so schlimm. Habe ich natürlich auch nicht bedacht, ne, dass der nicht wiederkommt. Das wusste ich natürlich nicht. Und ich glaube, die Treppe ist ziemlich abfuck gleich, wenn beim Runtergehen. Ich weiß nicht, kennt ihr das, wenn ihr eine Treppe baut und dann die immer einen Block zu niedrig ist und jemand mit dem Kopf dagegen kommt. Oh, ich kann sowas gar nicht ab. Das fuckt mich immer richtig ab. Oh, jetzt sind wir ganz oben. Oh, zack, 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 zack. Jetzt. Tiam Cyan hat noch ein Leben, fällt mir gerade mal auf. Der Rest hat wirklich noch zwei Leben, ne? Ja, stimmt, ja, das war ja die Aktion mit Domse und Weißweiß. Vielleicht, wenn Leute hier, ein paar von euch nur mich schauen. Es haben sich schon ein paar bekriegt, und zwar das Team von Cube. Das ist nämlich raus. Und das Team von Domse und Weißweiß. Also Cube und Basti Zockt sind das, glaube ich. Cube Factory. Und ja, die haben sich einen epischen Fight geliefert. Wir durften die Folge gucken. Und ja, das Problem ist halt, dass Domse einen Disconnect hatte. Der wurde dann von Cube gekillt. Und naja, das hat dann trotzdem gezählt, weil ist halt so. Aber naja, auf jeden Fall war Cubes, er hat Weiß dann Basti getötet, glaube ich. Oder Cube getötet, ich weiß es nicht. Und auf jeden Fall hatten die dann null Leben, weil vorher schon einer gestorben war. Und dann hätte einer, oder hätten die eigentlich rausfliegen müssen. Dieser Mechanismus, dass die beiden rausfliegen, hat sich aber erst dann ausgelöst, als er auf Wiederbeleben gedrückt hat, also Cube oder Basti, also der halt gestorben ist. Und deswegen konnte er Weiß noch mitnehmen, obwohl sie eigentlich schon raus waren. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu wirr geredet. Oh, 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 oh. Okay, 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 wir sind hier jetzt am Ende, am Rand, aber vielleicht finden wir da noch welche. Und ich habe noch 10 Minuten, ne? Da habe ich noch einiges zu labern. Und dann haben wir uns halt, oder hat sich halt der gute Veranstalter hier, Coley Moley, sich dazu entschlossen zu sagen, hier, Bruder, wir machen das so, Weiß-Weiß und Domse sind noch drin, haben aber nur ein Leben, weil der Tod an Weiß-Weiß oder der Kill an Weiß-Weiß nicht gezählt hat. So. Weil das einfach unfair war. Muss man jetzt ganz einfach mal so sagen. Und vielleicht kriege ich durch das ganze Cobblestone, das ich hier habe, schon ein Emerald. Weil dann könnten wir uns noch eine Spitzhacke machen. Ich habe nämlich keinen Bock, hier nochmal zurückzulatschen. 1, 2, 3, 4. Ah, ein bisschen müssen wir noch. Aber wir können uns ja nochmal hier lang graben. Ja. Zack, 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 zack. Also irgendwer muss doch oben seine Base gehabt haben, das glaube ich auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass ganz unten oder ganz oben, hätte ich jetzt mir gedacht. Das wäre mir am logischsten erschienen. Oh, sie ist kaputt gegangen, dann müssen wir doch noch ein bisschen mit der weiterarbeiten. Boah, das ist voll ungewohnt langsam.
Ich habe mich jetzt bewusst an denen, obwohl, nein, das machen wir hier nicht weiter. Entschuldigung. Wir machen das nämlich jetzt anders. Wir gehen jetzt hier an dem Gang weiter. Weil hier die meisten wahrscheinlich schon ihre Aufnahmezeit durch haben und ihre Basis, wenn sie denn noch eine haben, wahrscheinlich schon auf den inneren Lehmblöcke, auf die inneren Lehmblöcke hier vertauscht haben. So. Nee, vertauscht? Was rede ich hier? Umgezogen sind auf den inneren Klaisor. Und daher denke ich, dass die vielleicht eher schon hier sind, in dem Clay-Bereich. Weil langsam wird's richtig eng. Ich merke schon, also die Gänge werden auf jeden Fall auch kürzer, die man hier laufen, wie ich mich graben muss. Oh, guck mal hier. Da, zack. Hallo, Willi und Wombo und Combo und Co. Ach nee, gar nicht. Den können wir davon nämlich jetzt hier, zack, zack, zack. Ein Emerald. Ein Emerald. Und er gibt uns die Spitzhacke dafür. Das finde ich fair. Das finde ich nett. Und weiter geht die Fahrt. Jetzt geht's auch wieder schneller. Oh, schön. Oh. Wir können ja auch nochmal wieder ein bisschen runter hier, damit es nicht zu eintönig wird. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Ich muss nur aufpassen, dass ich mich hier nicht zu weit buddel. Weil sonst finde ich, nicht nachher nicht zurück, aber sonst haben wir nachher ein Problem, dass ich nicht in der Zeit zurück bin. Und dann, oh, wir haben einen Baum gefunden. Das ist schön, das freut mich. Zack, ich hoffe, der ist auch mal ein bisschen größer als nur drei Blöcke. Oh, ja, der war doch ein bisschen größer. Dann können wir gleich hier unten weitermachen. Da müssen wir uns nachher halt nur hochbuddeln. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Geil, hier noch ein Baum. Guck mal hier, da sind wir doch auf der richtigen Höhe. Zack, die sind auch richtig groß, merke ich gerade. Naja, geht, ne? Oh, upsi. Und nochmal vergiftet. Hier haben wir noch einen Baum. Geil. Geil, geil. Das sind wieder ordentlich Emeralds, die wir hier abstauben können. Auch, ich meine, ich spiele alleine, ne? Ich misse mir jetzt ein bisschen... Hier, dürft mir nicht böse sein, wenn ich jetzt hier ein bisschen viel farme oder halt nicht viel passiert. Ne? Ich kann da nichts für. Müsst ihr euch beim Mentor beschweren? Nein, es ist schon in Ordnung. Ich kann verstehen, dass man bei so etwas, was da halt passiert ist, die Prioritäten halt eher auf was anderes setzt als hier aufs Gaming. Das ist völlig verständlich. Deswegen nicht beschweren, das war nur ein Spaß. Haha, witzig. So, der kann weg. Der kann auch weg. Und ich grab mich mal weiter nach unten hier. Vielleicht finden wir unten auch mal wieder eine Höhle. Weil hier oben müsste ja theoretisch alles zu sein. Weil wenn wir uns diesen Mechanismus mal hier durch den Kopf gehen lassen, dann können ja oben keine Höhlen entstehen. Weil hier oben die ganze luftbedeckte Fläche halt einfach nur zugebaut ist, ne? Und ich habe noch 6 Minuten... Riecht nach Knoblauch. 6 Minuten Aufnahmezeit. Da vielleicht finden wir auch was. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Ja. Und, ach genau, was ich nochmal ansprechen wollte, warum keine Folgen kamen, ist ja theoretisch klar, weil Mentor nicht konnte. Und dann habe ich halt mit dem guten Coley Moly geradet und der meinte dann, das ist halt auch in Ordnung, wenn ich dann alleine weiterspiele. Ich habe auch, schon 2 Folgen aufgenommen gehabt, aber die konnte ich nicht hochladen, weil ich meinen Computer neu aufgesetzt hatte und das einige Probleme gab und die Probleme waren scheiße und ich habe da ein bisschen gebraucht, um die zu lösen und deswegen bin ich jetzt zu dem Entschluss gekommen, die nicht hochzuladen, weil das war eigentlich so gut wie unmöglich. Und ja, wir graben uns ja eigentlich immer noch durch den Tunnel, was sehr eintönig aussieht. Ich hoffe, ihr habt Spaß dran. Ich kann auch ein bisschen singen, wenn ihr wollt. Oh ja. Das bringt richtig Spaß. Ich muss auch irgendwann zurückkommen. Er hat gerade gesagt, 5 Minuten noch. So, das heißt dann, dass wir vielleicht... Oh. Wir sind schon ganz unten jetzt. Ja, cool. Redstone brauchen wir. Redstone brauchen wir. Für Redstone gibt's Emeralds. Okay, Redstone-Farm geht ja echt schnell. So, Kohle auch geil. Also hier unten gibt's auf jeden Fall noch einiges zu holen. Ich habe das Gefühl, da unten ist Lava. Nee, gut. Also ich denke mal, in der Folge hier... Ich hätte von Anfang an machen müssen, dass ich mich nach unten buddel. Das ist bescheuert gewesen, dass ich das nicht getan habe.
Hier unten gibt's viel mehr als oben. Redstone kann man farmen. Stimmt, das kann man ja auch farmen, oh Mann. Dass wir nicht von allein auf die Idee gekommen sind. Naja, ich werde mich jetzt auch gleich langsam auf den Rückweg begeben. Ich werde jetzt noch hier 10. Da ist noch Redstone, nice. Guck mal, das ist schon wieder ein komplett über ein Emerald, den ich hier habe, an Redstone. Ja, ein Emerald und ein 264. Also ein 32. Ja, Marcel hat in der Schule aufgepasst. Marcel kann Mathe. Hier haben wir noch Kohle. Die nehme ich jetzt noch mit und dann mache ich mich auf den Rückweg, weil ich glaube nicht, dass wir und in der Zeit noch nach Hause finden werden. Das wird nämlich ordentlich dauern. Oh, Redstone. Oh ja. Mehr Redstone. Gib mir mehr Redstone. Ja, 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 ja. Und zurück geht's. Zack. Würde mich auch nicht wundern, wenn mittlerweile hier hier, wie heißt das? Boah, geil, das kann ja eine Stunde dauern, bis wir wieder da sind, bis wir zurück sind. So, ich mach das mal ein bisschen schneller, indem ich hier den ganzen Shit abbaue. Oder zumindest versuche. Und ja, es ist eigentlich relativ eintönig gerade. Zack. Und dabei können wir auch immer noch weiterfarmen, stimmt, dabei können wir noch Redstone, also vielleicht habe ich jetzt auch 2-3 Emeralds noch zusammen, vielleicht können wir die auch einlösen, vielleicht schaffen wir das rechtzeitig zurück, ich weiß es nicht, ich bin mir da relativ unsicher gerade, weil der Gang doch recht lang war noch. Also wenn wir, jetzt müssen wir eigentlich noch weiter nach oben buddeln müssen. Ja, hier, zack, 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 ich dachte gerade, dass ich den Rückweg verloren habe. Oh, noch 2 Minuten, das wird eng, das wird eng, das wird eng. Ich will aber in die Base zurück, bevor wir hier durch sind. Bevor wir hier durch sind, müssen wir zurück in die Base. Müssen wir zurück. Jetzt müssen wir nach rechts. Da müssen wir eigentlich nach unten, dieser ewig lange Gang. Schaffe ich noch den ganzen Scheiß einzulösen? Ich weiß es nicht. Muss ich mir gleich mal angucken. Ich werde auf jeden Fall Hunger haben und ich glaube auch nicht, dass das... Ich habe auch kein Knochen mehr gefarmt. Zack, 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 zack. Hier, alles weg, alles weg, alles weg. Ja, jetzt haben wir die richtige Höhe. Nee. Auch wohl, na, das, doch, das, eine Minute kommt gleich noch, und dann müsste eigentlich dieser komische, oh, das ist gut. Jetzt müsste eigentlich gleich diese, bei einer Minute müsste dieser komische Kopf kommen, dieses, oh, hallo, hallo. Da hinten ist das Ziel. Da hinten ist das Ziel. Da hinten ist das Ziel. Nee, da hinten ist das Ziel, ja. Eine Minute, eine Minute, eine Minute, eine Minute, eine Minute. Okay, es ist nichts gewachsen. Das hätte ich mir fast denken können. Aber wir können noch schnell die Emeralds einlösen. Und zwar haben wir hier ein. Zack. Dann können wir das ganze Cobblestone noch für Redstone verwenden. Zack, wir haben bestimmt hier auch noch 2 Cobblestone drin. Guck mal. Dann haben wir hier noch mehr Redstone. Zack, noch 30 Sekunden, oh, das wird knapp, das wird knapp. Hier haben wir noch ein Emerald. Dann nehmen wir das alles aus den Thron raus. Was wir hier brauchen. So, mehr Gunpowder können wir eigentlich theoretisch für das hier einsetzen. 10 Sekunden. Kommt nicht eigentlich dieses Ding jetzt? Na ja, gut, ich wünsche euch dann auf jeden Fall, dann sage ich einfach mal, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, schlechte Unterhaltung und keine Ahnung, was das ist. Tschüss!